Hallo und herzlich willkommen bei meiner allerersten Folge von Fortnite. Ja, ich werde heute eine Folge von Fortnite machen. Als nächstes werden wir erstmal den Trailer anschauen, denn ich starte jetzt Fortnite zum allerersten Mal, da es ja jetzt seit Dienstag raus ist. Ja, viel Spaß beim Schauen. Jo, also ich würde mal sagen, dieser Trailer diesmal von Fortnite war wirklich echt gut. Und wir starten sogar direkt in eine Runde. Auch nice. Der Skin ist sogar nicht mal No-Skin, glaube ich. Der hat extra so eine kleine Veränderung des Skins sogar. Ja, dann wollen wir mal die Welt erkunden, weil jetzt die Map ist ja jetzt komplett neu. Es gibt ja jetzt neue Städte, andere Farben. Ja. Also jede Menge zu entdecken. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, um zu erfahren, wie ihr den Battle Pass auf jeden Fall super leicht auf 100 bringen könnt, falls ihr es nicht schafft, so viel zocken zu können. Jo. Wir machen was mit Landen. Okay, ich habe eine Quest erhalten. Neue Insel, wer ist da? Okay. Zum ersten Mal auf der neuen Insel, neuen Welt gelandet. Okay, wir sind in Sweetie Sound. Okay. Ja, also die Neuerungen in Fortnite sind halt eine neue Map, wie ihr schon gesehen habt. Auf jeden Fall neue Saison hat gestartet. Neue Charaktere, die ihr durch den Battle Pass bekommen könnt, die ich dann schon im Laufe des Videos dann zeigen werde. Ja, ihr könnt jede Menge Items bekommen. EPs zu sammeln ist jetzt wirklich sehr viel leichter. Und man muss jetzt beim Battle Pass keine Battle Pass Sterne mehr sammeln, sondern ihr müsst einfach nur im Saisonlevel hochkommen. Dann bekommt ihr für die Battle Pass halt ein Level höher. Das heißt, habt ihr gerade Saison Level 10, dann seid ihr Battle Pass Stufe 10. Also eigentlich ganz simpel. Das heißt, ihr müsst einfach nur die ganze Zeit EPs sammeln und schon habt ihr den Battle Pass hoch. Genau, und so, was ist noch neu? Also, es gibt jetzt eine Angel, wie ihr bestimmt auch im Trailer gesehen habt, wo die da halt geangelt haben und Items bekommen hat und der Glibber einfach nur eine Dose. Das ist wirklich hier so. Also man kann jetzt keine Dose fangen, aber jedenfalls könnt ihr hier auf jeden Fall gute Items einsammeln. Wie zum Beispiel von Grau bis Legendary Waffen bekommen. Ihr könnt Munition, ihr könnt Materialien bekommen, also von allem etwas. So, da ist schon der erste Gegner. Erwartet nicht davon, dass ich wirklich spiele, aber ich spiele gerade auf dem Handy, wie man sehen kann. Und da bin ich echt scheiße im Zielen und so. Vor allem auch mein Internet, das ist echt schlecht zur Zeit. Ich hole mir jetzt demnächst einen Verteiler und dann sollte mein Internet eigentlich besser wieder sein. Dann läuft Fortnite auch stabiler. Gut. So. Dann werden wir jetzt mal weitergehen. So, weiter im Kontext. Also, was gibt's noch neu? Mal überlegen. Puh, also es gibt jetzt halt diese Medaillen, wie ihr da gerade seht. Also wenn ihr mindestens so lange überlebt, bis nur noch 50 Leute sind, dann bekommt ihr auf jeden Fall schon mal eure allererste Medaille. Und jede Medaille, die ihr in der Runde macht, gibt euch 2000 EPs.
alle fünfte Medaille, die ihr bekommt, sind sogar 4000 EPs. Ja, also ihr könnt die die Medaillen von Bronze bis Gold machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel von der Überlebensmedaille ausgeht, also überlebt ihr bis 50 Leute, dann bekommt ihr die Bronzemedaille. Bleibt ihr bis 25, glaube ich, dann ist es Silber. Und ab nur noch 10 Leute kriegt ihr Gold. Und höher als Gold geht nicht. Ja. Genau. Und es gibt eine neue Chest, wo ihr ist so eine blaue Box mit die halt so goldenen Rauch macht. Und da sind richtig viele Sachen drin. Da sind auf zu 100% ist da entweder eine Epic oder eine Legendary Waffe drin. Die gibt es auch nicht an bestimmten Orten, die spawnen einfach so mal. Also die spawnen jetzt nicht mitten in der Runde nochmal neu, aber die kommen halt einmal rauf und dann kann man die einsammeln. Aber die sind halt auch noch gut versteckt. Genau. So, dann gibt es jetzt auch noch Werkbänke. Dafür braucht ihr auf jeden Fall jede Menge Ressourcen, also Holz, Stein, Stahl, sowas halt. Und wenn ihr diese findet, könnt ihr alle Waffen, die ihr besitzt, einfach auf Legendary hochbauen. Ihr braucht halt nur jede Menge Stuff, also Ressourcen, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Genau. Und es gibt jetzt auch vergrößerte Munitionskisten, das sieht aus wie so eine Werkbänke. Nee, nicht wie eine Werkbänke. Wie so ein, Werkzeugkasten. Kennt ihr ja bestimmt. So ein Werkzeugkasten ist ja riesig eigentlich. Und dort kann man halt sehr viel mehr Munition finden. Genau. So, mal überlegen, gibt es noch irgendwas Neues? Also jedenfalls der Epic Win Hängegleiter ist auf jeden Fall neu. Es gibt ja jede Season neuen Hängegleiter. Und der von dieser Saison ist echt nice. Ich werde euch den hier jetzt mal einblenden, wie der aussieht, falls ihr ihn noch nicht bekommen habt. Falls doch, Gratulation von mir. Ja, ich habe den hier in der allerersten Runde halt nicht bekommen. Ich glaube, ich hatte in der zweiten Runde halt auch noch nicht. Aber ich habe mir den gestern endlich dann bekommen. Mein Epic Win, also gestern war Mittwoch. Und ich habe mich gerade selbst in die Luft gesprengt. Wow, echt schlecht. Fail. So. Wir haben insgesamt, mal sehen, wie viel EPs haben wir jetzt nur in einer einzigen Runde bekommen. Wir haben einfach 14.715 EPs, das sind fast 15.000 EPs. Und das ist wirklich echt viel, würde ich mal sagen. Und da kriegt man wirklich schnell Level hoch. Genau, wo wir gerade das mit den EP ansprechen. Wie ihr euren Battle Pass auf jeden Fall sehr viel erhöhen könnt, ist, wenn ihr einfach in eine Runde rein startet und einfach nur durch die Gegend läuft und versucht so lange wie möglich zu überleben. Je länger ihr überlebt, desto mehr EPs kriegt ihr. Und das sind nicht nur wenig EP, das sind eine Menge EP. Ihr bekommt auch EPs dafür, dass ihr der Sturm halt immer kleiner wird. Ihr kriegt EPs, wenn ihr eine Truhe öffnet. Ihr kriegt EPs, wenn ihr eine Munitionskiste öffnet. Ihr bekommt EPs, wenn ihr jemanden tötet. Also es gibt wirklich jede Menge. Landet einfach, wenn ihr jetzt nicht unbedingt kämpfen wollt, landet einfach auf einem Baum, vercampt euch dort, versucht halt nicht gefunden zu werden und dann könnt ihr dort auf jeden Fall, bis halt die Zone kommt, halt dort euch verstecken und dann habt ihr auf jeden Fall die Stufen schon höher. So, ich habe jetzt sogar schon in der allerersten Runde gleich zwei Stufen vom Battle Pass erhöht. Die erste, das mit den EPs ist halt, weil ich den Season 10 Pass hatte. Deswegen kriege ich ja 30% EPs nochmal extra. Was auch ganz nice ist. So, jetzt kommt der Battle Pass Fortnite Trailer. Schaut ihn euch an. Bis gleich. Jo Leute, das war der
Battle Pass Trailer. Meiner Meinung nach war der echt gut. Ja, statt dass es halt Season 11 heißt, heißt es nur Season 1. Das Ding kommt, weil wir jetzt Fortnite Kapitel 2 angebrochen haben. Und dadurch fängt ja so gesehen dann eine neue Season an. Nämlich Season 1 von Kapitel 2. So. Also. Da unten kommt man dann auf den Battle Pass anzeigen. Also, das sind die beiden Skins, die man kostenlos bekommt. Also, einmal die Bergsteigerin Sturmgefahr. Und die dazugehörigen Items, die man halt fortlaufend sammeln kann, sind die Spitzhacke, der Rucksack, der Hängegleiter hier, der nicht so toll ist, aber eine Besprühung noch. Ja. Und der zweite Skin ist Turk. Springflut. Und das ist dann so ein Angler. Ja. Es gibt auch jetzt halt für die, die kostenlos spielen, auch die Möglichkeit halt bis Stufe 100 zu spielen und bekommen auch dann was auf jeden Fall. Nicht so, dass es mittendrin im Battle Pass, sagen wir mal Stufe 50, dann auf einmal keine Belohnung mehr gibt für ein kostenloses Spielen. Und ihr könnt auch, glaube ich, 300 V-Bucks circa kostenlos bekommen, wenn ihr halt hoch genug pusht. Und wenn ihr euch den Battle Pass gönnt, was ich vermutlich machen werde, Sally, ich krieg den vielleicht sogar geschenkt, mache ja gerade bei so einem Gewinnspiel mit, das wäre dann auch nice, dann würde ich mir den jedenfalls auf jeden Fall gönnen. Ja. So, den Skin kann man kriegen noch. Dann mit der Form und das ist der Battle Pass Stufe 100 Skin. Ja, also seine erste Stufe sieht ja ganz nice aus, seine zweite Stufe sieht komisch aus, aber seine dritte Stufe sieht irgendwie aus wie so ein Jedi von Star Wars. So, und hier könnt ihr mal meines erzählen, also was ich so habe an Charaktere. Hab halt auf jeden Fall jeden Charakter von Battle Pass Stufe 9 bis 10 halt. Ich habe fast alle Skins für die. Manchmal habe ich halt nicht mehr alle Skins zusammenbekommen, weil ich halt dann nicht so viel spielen konnte. Jo. Dann habe ich auch noch ein paar Charakter, die ich halt durch dieses extra Paket bekomme, was man oftmals Anfang des Monats oder Anfang der Season bekommen kann für 5 Euro. Dann halt den Skin, wie zum Beispiel der Rächer oder halt Vedette, plus 600 V-Bucks, was echt gut ist. Weil wenn man überlegt, nur schon 5 Euro würden halt 500 V-Bucks sein und ihr kriegt einfach noch plus 100 V-Bucks plus einen Skin. Ja, das hier der Wissenschaftler, von dem ich letztens im Video von dem Ankündigungsvideo geredet habe, den habe ich mir gegönnt. So, und meistens spiele ich mit Catalyst, weil es einfach mein Lieblingscharakter ist und es passt auch zu meinem Namen XX Nekomania XX. Ich heiße aus dem Grund so, weil ich Anime-Fan bin und Nico sind einfach die besten Charaktere in Animes. Ja, und was würde nichts, also falls jemand nicht weiß, was Nico sind, Nico sind einfach nur Mädchen, die halt wie Katzen sind halt. Ja, und jedenfalls Cataclysm passt dann auf jeden Fall perfekt dazu. Ich habe auch ewig hart gesuchtet, nur um den weißen Skin von Cataclysm freizuschalten. Man kriegt ja nur den schwarzen Skin. Es sei denn, man macht halt diese Prestige-Mission, nur um den weißen Skin zu bekommen. Und das hat ewig gedauert bei mir. So, die Sachen sind hier gerade im Shop. Okay. Dieser Zero-Skin sieht echt nice aus. Und diese Waffen-Skin sieht einfach Omega geil aus. Richtig nice. So, da, ja. Man kann ja auf dem Handy kann man den Glow Skin gratis bekommen, wenn ihr eure Kreditkarte halt hinterlassen würdet. Ihr würdet halt nichts abgezogen bekommen, weil es halt 0 Euro kostet. Aber als Sicherheit brauchen die halt diesen Kreditkartennachweis, dass du eine echte Person bist und die Person bist und niemand anderes einfach auf seine Kreditkarte zugreifen kann. Und ja, dann kriegt ihr halt diesen Glowskin, den könnt ihr nur über Handy bekommen, soweit ich weiß. Jo, hier sind meine ganzen Hängegleiter. Ich habe halt von Season 9 bis 10 halt jeden Hängegleiter. Ich habe halt jetzt auch endlich den Hängegleiter von Season 11 schon. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt.
Den werde ich nachher. Also werde ich den nachher noch im Video einmal einfügen. Jo, ich habe auch den Stufe 98 auf 95er. War das Battle Pass von Season 10 diesen Drachen halt? Das sind meine ganzen Spitzhacken. Das sind nicht wirklich viele. Es gibt wirklich richtig viele, die richtig geil sind. Aber leider kann ich mir die nicht alle so wirklich leisten. Ich würde halt auf jeden Fall gerne mehr Spitzhacken haben oder irgendwelche Skins oder sowas halt. Aber ja, das wird dann im Laufe immer passieren. Zwar schade, dass meistens die guten Sachen halt dann kommen, wenn ich gerade keine Möglichkeit habe, V-Bucks aufzuladen. Echt ätzend. Falls ihr mal den Schlappohrhasen-Skin im Shop findet, und ja, ich werde ihn mir vermutlich nicht leisten können in dem Moment. Es ist gefühlt immer, wenn dieser Schlappohr-Skin einfach reinkommt, kann ich einfach diesen Skin nicht kaufen, weil ich reichlich dann keine V-Bucks mehr habe. Das ist einfach auch einer meiner Lieblings-Skins, weil das ist einfach dieser zweite extra Skin von dem Schlappohrhasen. Ist einfach aus einem Anime von Danganronpa, falls ihr das kennt. Und der ist echt gut, muss ich sagen. Und ja, diesen Skin finde ich halt auch extrem nice. Also, wenn ihr mir den kaufen wollt, das wäre echt nice von euch. Ihr könnt mir auch gerne, wenn ihr wollt, einfach eine Freundschaftsanfrage schicken. Ingame-Name schreibe ich unten nochmal in die Beschreibung. Und ja, wenn ihr mir Items schenken würdet, wäre es echt nice. Und auf jeden Fall, wenn ich sehe, dass ich halt wirklich oftmals Sachen von euch geschenkt bekomme, werde ich auch mal dann euch dann vielleicht mal den Battle Pass schenken zum Beispiel, oder ich hole euch auch mal einen Skin, für den ihr halt mögt, kann ich den auch gönnen, euch mal holen. Ja, aber alles nach und nach. Wäre jedenfalls auf jeden Fall mega nice, wenn ihr mir Sachen schenken würdet. Ihr müsst es nicht tun, das sind jetzt keine Almosen XD, aber ja, wäre halt mega nice, weil ich mir meist eigentlich nur den Battle Pass gönne und mehr dann meist nicht. Ja, gut, so, dann werden wir jetzt die Runde starten. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich jetzt noch erzählen könnte, was halt wirklich so besonders sein könnte. Auf jeden Fall gibt es jetzt im Shop heute den, ja, ich nehme gerade die Audio nochmal weiter auf, also wir haben jetzt schon Freitag und wir haben den 18.10., da gibt es auf jeden Fall im Shop auch wieder richtig nice Skins. Es gibt jetzt auch schon Halloween Skins, diesen einen Hohlkopf heißt der, glaube ich, oder Kürbis-Hohlkopf, der sieht richtig hammergeil aus. Dann gibt es noch den Kürbis-Agent, der sieht meiner Meinung nach irgendwie nicht gut dargestellt aus. Sieht einfach nur ein Kürbis auf dem Kopf mit einfach nur irgendwas goldene Kleidung. Das sieht einfach irgendwie komisch aus. Aber dieser Kürbis-Hohlkopf sieht epic geil aus. Gut, so. Ja, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Viel Spaß beim Schauen, mein Kampf. Ach ja, genau. Das fällt mir gerade noch ein. Also, auf jeden Fall müsst, damit ihr es wisst, also die allerersten 2-3 Runden werdet ihr nur gegen Bots spielen, zu 100% nur Bots, also keine richtigen Spieler. Also wenn ihr wenn ihr keine allzu guten Spieler seid, dann müsst ihr unbedingt die allerersten 3 Runden nutzen, um euch den Epic Win zu holen, weil da kriegt ihr den auf jeden Fall sehr viel einfacher, als wenn ihr dann wirklich gegen richtige Spieler spielt. Ja, gut. Ich habe mir den Hängegleiter erst nach dem Bots-Runden erst bekommen. Aus dem Grund, weil ich mich meistens selbst in die Luft gesprengt habe, wie vorhin. Oder aus irgendeinem Grund mein Handy verbuggt war. Jo, viel Spaß beim Weiterschauen. Bis nachher.
Jo Leute, das war auf jeden Fall eine sehr kurze Runde. Das war natürlich Epic Fail. Nicht ein Epic Win Fail. So, jo. Mensch, sieh, dass man immer so lange laden muss. Das hat auf den Nerven. Aber sowas von. So, ich habe jetzt, bin gerade am restlichen Dateien, wo Audio aufnehmen und wir haben es jetzt immer noch Freitag um 10:30. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Hause, bin ja am Fahrradfahren und nehme gerade dabei hier halt auf. Ja, gut, das sollte es auch fürs Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Lasst ein Like da, abonniert uns, es ist alles kostenfrei und es hilft uns halt weiter. Wenn wir die 100 Abonnenten schaffen, kommt ein Abonnentenspezial, also ein 100-Abo-Spezial raus. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. So, morgen, den Samstag, halt den 19.10., habt ihr halt, wie gesagt, dann die Chance oder die Möglichkeit, mit mir morgen irgendwann halt zusammen zu zocken. Ja, wir können halt GTM zocken und halt auch Fortnite. Falls ihr irgendwelche anderen Spielvorschläge habt, könnt ihr euch auch sagen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!